unserer nächsten Begegnung schwäbelt es etwas. Die SG Sonnenhof Groß Asbach empfängt den VfB Stuttgart. Und wollen wir Ihnen mal zeigen, wo dieses Groß Asbach liegt. Nicht weit weg von der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart, knapp 40 Kilometer. Gespielt wurde aber in Heilbronn im Frankenstadion. Heilbronn liegt zwar in Baden-Württemberg, gehörte aber mal zu Franken. Dies zum logistischen Hintergrund. Und dann gibt es noch einen Menschen, den man als den Vater des Erfolges in Groß Asbach bezeichnen kann. Uli Färber heißt dieser Mensch, ist Hotelier, spielte schon und war schon Präsident dort. Und er hat noch einen Job, er ist Spielerberater mit namhafter Klientel, wie zum Beispiel Mario Gomez. Er hat den Wechsel zum FC Bayern München mitgemacht. Und hier Alexander Chlepp, der weißrussische Nationalspieler, der am Donnerstag dieser Woche als Leihgabe des FC Barcelona in Stuttgart vorgestellt worden ist. Er steigt erst morgen oder übermorgen ins Mannschaftstraining ein, aber Stefan Kiss verrät Ihnen, dass das noch nicht der letzte Einkauf des VfB ist. So ist es, Waldemar Hartmann. Für den VfB Stuttgart liegt Heilbronn in diesen Tagen nämlich zwischen Barcelona und St. Petersburg. Nach der Verpflichtung von Alexander Chlepp nun die Neuigkeit des Tages. Dem Manager Horst Held ist es gelungen, einen veritablen Nachfolger für Gomez nach Stuttgart zu lotsen. Es ist der russische Nationalspieler Pavel Progrewniak. Progrewniak wird morgen bereits in Stuttgart erwartet und er wird weniger als 5 Millionen Euro Ablöse kosten und einen Vierjahresvertrag unterzeichnen. Hier und heute aber 15.000 im Heilbronner Frankenstadion, prickelnde Pokalatmosphäre. Vor drei Wochen gab es ein Vorbereitungsspiel, das endete 0:0, damals der VfB ohne seine Nationalspieler. Groß Asbach ganz in Rot, faul von Hitzelsberger an Rüdiger Rehm, spielender Co-Trainer beim Regionalligisten. Freistoß für den Außenseiter. Krasnitschi und Fabian Auperle überspringt Del Pierre. Auperle, einer der beiden Innenverteidiger, das Ding für den VfB Stuttgart. Kein Selbstläufer. Wieder Groß Asbach. Besser in der ersten Viertelstunde als der Bundesligist. Mazzola gegen Taski. Ganz schwaches Zweikampfverhalten des Nationalspielers. Mazzola! Nicola Mazzola gegen Jens Lehmann. Da war der Respekt vielleicht doch zu groß. Mazzola hat mit 17 Toren in der letztjährigen Oberligasaison dazu beigetragen, dass man in die Regionalliga aufgestiegen ist. Er ist neu, Jürgen Hartmann, neuer Trainer in Groß Asbach, 6 Jahre Bundesliga für den VfB Stuttgart. Der VfB braucht lange, um in die Partie zu finden. Tresch, Timo Gebhardt und der erste Schuss aufs Tor von Groß Asbach nach 23 Minuten. Ansonsten Gebhardt einer der agileren in einer müde wirkenden VfB-Mannschaft. Markus Babbel hat Geduld gefordert. Er weiß, wie schwer die kompakte und eingespielte Regionalligamannschaft von Groß Asbach zu spielen ist, die ja auch Hoffenheim in der Vorbereitung mit 1:0 besiegt hat. Die Partie alles andere als eine Offenbarung. 30 Minuten gespielt. Und sowas wie eine halbe Möglichkeit für den VfB Stuttgart. Rudi und Marika mit der neuen. Marika, der wohl bereits beim Bundesliga-Auftakt zwischen Wolfsburg und Stuttgart, live in der ARD übrigens, nächsten Freitagabend, Progrewniak wird weichen müssen. Freistoß Groß Asbach. Wieder schlecht gestaffelt die VfB-Abwehr. Ablage Auperle. Völlig frei, Ismaili, gibt's denn das 1:0 für den Außenseiter. Der Kleine führt gegen den Großen und das nicht unverdient. 38 Minuten gespielt, Ismaili von der zweiten Mannschaft des VfB für ein Jahr nach Groß Asbach ausgeliehen. Taski und Del Pierre und auch Manjan nicht zum ersten Mal hinten düpiert. Keine Chance hier für Jens Lehmann.
schwaches Abwehrverhalten des VfB. Die Reaktion der Stuttgarter. Trash. Und Kakao, mehr zufällig, aber tolle Parade des 19-jährigen Kevin Kraus. Ansonsten bringt der VfB nicht viel zustande. Die Führung für den Regionalligisten völlig okay. Markus Babbel enttäuscht und Jens Lehmann, er hadert mit den Unparteiischen. Aber der VfB muss sich nach dieser Leistung selbst an die Nase fassen. Die zweite Halbzeit, der VfB Stuttgart weiter verunsichert, ohne Rhythmus. Taski, Trash in seinem ersten DFB-Pokalspiel mit diesem haarsträubenden Fehler. Jens Lehmann gegen Mazzola, mit dem die VfB-Abwehr seine liebe Mühe hatte. Lehmann mit 21 Jahren Pokalerfahrung, erstes Cup-Spiel 1988 gegen Saar 05 Saarbrücken. Manja. Endlich setzt sich Marika mal durch, aber die Hereingabe ins Nirvana des Unterlandes. 53. Minute, Lanić geht, unauffällige Partie für ihn neu im Spiel. Sami Khedira, Kapitän der U21-Europameisterschaft. 60 Sekunden später, der Champions League-Qualifikant mit Wut im Bauch. Thomas Hitzlsperger. Super Tor, der Ausgleich, 1:1. Die Grüße von Hitz the Hammer ins Heilbronner Frankenstadion. Torentfernung 30 Meter, ein herrlicher Treffer. Kraus im Asbacher Tor, chancenlos. Das Ganze in der 54. Minute. Und plötzlich der VfB mit Selbstbewusstsein. Khedira mit Riesenanlauf. Klasse auf Marika. Wieder findet der Rumäne seinen Meister in Kevin Kraus. Eckball für den VfB Stuttgart. Der eingewechselte Jan Schimak. Kakao zum ersten, Kakao zum 2:1. 62. Minute, wieder ein wunderbarer Treffer. Der Favorit führt. Eine Viertelstunde druckvoller Fußball bei 30 Grad im Schatten reichen dem VfB, um das Spiel zu drehen. Erneut Kevin Kraus, chancenlos. Groß Asbach, aber weiter mutig. Mazzola auf Krasnici. Die SG lebt, Lehmann kann retten. Noch ist hier nichts entschieden. Markus Babbel mit ähnlicher Gemütslage. Erneut der VfB, wieder Schimak beim Freistoß. Nochmal Jan Schimak, der Tscheche, mit wunderbaren Füßchen. Kakao, wieder Kraus. Delpierre scheitert am 19-Jährigen im Tor von Groß Asbach. Ist seit einem Jahr im Verein, sehr gute Leistung. Wieder der Tscheche, reißt das Spiel förmlich an sich. Bittet Wenger zum Tänzchen, überragend gemacht. 3:1, was für ein Treffer. 66. Minute. Die Einwechslungen von Khedira und Schimak, der Schlüssel zum Erfolg. Ein Tor vorbereitet, ein Tor bis hierhin selbst gemacht. Jan Schimak galt als fast schon ausgemustert und jetzt dieser Auftritt des Tschechen. Der VfB und seine Fans haben jetzt hier alles im Griff. Fast alles. Rehm lässt Taski erneut schlecht aussehen. Wieder Rehm. Und Lehmann in der zweiten Hälfte kaum geprüft. Stuttgart nun souverän nach schwacher erster Halbzeit. Manja. Die Kräfte nachlassen beim Regionalligisten Delpierre.
Und nochmal Jan Schimak. Und nochmal Tor, nochmal ist er drin. Treffer Nummer 2 für den Tschechen. 4:1 für den VfB. 89. Minute. Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten, große Anlaufschwierigkeiten, am Ende aber ein souveräner Sieg für den VfB. Und nach dem Treffer gab es noch Gelb-Rot für Auperle, das für die Statistiker. Stimmen zum Spiel von Jens Ottmann eingefangen. 89. Spielminute, Tor für den VfB Stuttgart. Torschütze, die Nummer 8, Jan Schimak, neuer Spielstand 1:4. Eigentlich kann man doch durchaus zufrieden sein mit der Leistung Ihrer Mannschaft, oder? Es sah zumindest bis zum 1:1 wirklich sehr gut aus. Wir hatten nicht nur die Führung, sondern hatten die ein oder andere Chance, wo ich gesagt habe, normalerweise kann man da auch vielleicht noch ein weiteres Tor machen. Das Tor von Thomas hat uns dann ein Stück weit irritiert, geschockt, wie man will. Dann gleich das zweite hinterher, also das hat der VfB dann natürlich auch clever gemacht oder gut gemacht. Und dann war es für uns schwer zurückzukommen. Hat der Kapitän mit seinem 1:1 so richtig mal einen Ruck durch die Mannschaft gehen lassen? War das wichtig? Ja, ist wichtig, dass wir natürlich Spieler in unseren Reihen haben, die natürlich individuelle Klasse haben. Und da gehört der Thomas ganz klar dazu, aber auch Jan Schimak, wo er reinkommt, wirklich ein fantastisches Spiel gemacht und zwei Tore erzielt. Also dann setzt sich ihm auch die Klasse durch, aber da muss man erst dafür hart arbeiten und eben das Tempo hochhalten. Der Markus Babbel sagt, Sie hätten ein überragendes Spiel gemacht, als Sie reingekommen sind. Sehen Sie es genauso? Ja, natürlich, ich bin zufrieden. Ich habe zwei Tore geschossen und für offensive Spieler ist natürlich, das sind gute Quote. War 4:1 gewonnen, aber so ein normales Pokalspiel war es nicht, oder? Doch, es war normal, weil man genau sowas erwartet, eine Erstligamannschaft gegen eine, ich glaube, Regionalligatruppe, dass es eng hergeht, vom Papier her eine klare Geschichte, aber eben im Pokal kommt es immer wieder zu solchen Spielen, wo es dann einen Rückstand gibt für die Erstligamannschaft. Aber wir haben in der zweiten Halbzeit dann schon gezeigt, wo es lang geht. Der VfB also drin in dieser neuen Saison. Die Mannschaft hat Moral bewiesen. Die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Am nächsten Freitag der Kracher Bundesliga-Auftakt in Wolfsburg. Damit zurück nach Köln zu Waldemar Hartmann. Und diesen Bundesliga-Auftakt sehen Sie live hier im Ersten am Freitag ab 20 Uhr.